Infektionsschutzgesetz Nummer 4. Ich verrate es euch, dass Merkel Alleinherrscherin ist. Denn ab einem Inzidenzwert 150 kann sie alles mit euch machen. Wer sich an Regeln und Verordnungen nicht hält, kann so ins Gefängnis wandern, sogar für 5 Jahre. Stellt euch das mal vor. So eine Scheiße fabriziert man hier. Wegen einem sogenannten chinesischen Killer-Virus? Okay. Als unser Bundespräsident, ja, der Schleimbeier, Anfang des Jahres einen Corona-Toten-Gedenktag ins Leben gerufen hat, mit 80.000 Corona-Toten. Wisst ihr überhaupt, wie viele Menschen, ich betone, mit oder an Corona verstorben? Das ist ganz wichtig, das ist entscheidend. Denn wir haben uns festgestellt, mit einem PCR-Test, der nicht valid ist, und das hat sogar Katja Burkhardt von Punkt 12 aufgeschlüsselt, dieser PCR-Test hätte nie dafür verwendet werden dürfen, 3 Lockdowns zu rechtfertigen. Übrigens stehen wir vor dem 4. Lockdown. Die Frage ist nur, für wen? Für die Ungeimpften? Das ist auch eine Spaltung der Gesellschaft. Leute, ihr müsst euch wirklich fragen, was ist hier geschehen? Ich frage mich auch die Doppeltgeimpften, vor was habt ihr eigentlich Angst? Vor was habt ihr Angst? Ihr seid doppelt geimpft, müsst trotzdem eine Sklavenmaske tragen? Versteht ihr das überhaupt, was ihr da gerade macht? Ihr lasst euch gängeln. Ihr lasst euch impfen, um in Urlaub zu fahren, um ins Kino zu gehen oder vielleicht hier ein bisschen shoppen zu gehen? Will ich euch mal einen Tipp geben. Freiheit ist nicht verhandelbar, liebe Berliner. Und die Freiheit, die ein Leben lang hält, ist die, wenn man auf die Straße geht für Frieden und Freiheit und demonstriert für die Kinder und für die Alten und für die einsetzt, die sich nicht wehren können. Diese Freiheit hält ein Leben lang. Aber die Freiheit der Pharma-Mafia, die hält 6 Monate. Und dann müsst ihr auffrischen. Was hat denn Wieler in den letzten Tagen ausgesprochen? 3. November. Ja, wir kommen nicht darum, dass sich jeder Bürger in Deutschland die Boosterimpfung holen muss. Eine mega super Boosterimpfung. Vorher hat man euch erzählt, ja, wenn ihr euch impfen lasst mit der Covid-Impfung, ist Covid vorbei und alle Menschen können wieder happy in der Gummibärchenwelt gehen. Lügen! Ihr werdet euch weiter impfen lassen müssen. Es wird nicht beim 3. und 4. Pixar bleiben. Es wird immer weitergehen. Ihr macht euch also zum Junkie der Pharmazie. Wollt ihr wirklich zum Junkie der Pharmazie werden? Ich nicht. Ich entscheide selber meinen Körper. Denn Frieden und Freiheit ist für mich ganz wichtig. Und was hat man gemacht? Man hat die Menschen vergessen, die täglich an Hunger sterben. Darüber spricht keiner mehr. Interessiert keinen. Als Arbeiter das Hochwasser in dem Ahrtal war, am Rhein. Wisst ihr, was da die Regierung gemacht hat? Die haben nicht sofort Hilfen geschickt. Vorher habe ich euch noch erzählt, mit dem Frühwarnsystem hat ja alles nicht funktioniert. Bullshit, die wussten ganz genau, dass da ein Hochwasser kommt. Und die Leute wurden nicht rechtzeitig evakuiert. Das sind Fakten. Was hat man gemacht? Man hat auch die Bauern, die da geholfen haben, sie diffamiert. Man hat sie als Schwurbler, als Covidioten, als Nazis beschimpft. Man hat sie als Querdenker beschimpft. So weit sind wir in unserem Land. Also Menschen, die wahrhaftig geholfen haben, andere Menschen, die in Not sind, die kein Essen hatten, kein Haus, kein Heim, die hat man bekämpft. Wisst ihr, was die Regierung gemacht hat? Die hat Impfbusse hingeschickt, verdammt nochmal. Die Leute hatten kein sauberes Trinkwasser, hatten keine Nahrungsmittel mehr für ihre Tiere. Und die schicken Impfbusse hin. Na, das ist eine tolle Hilfe. Wisst ihr denn überhaupt, wann die erste Impfung durchgeführt worden ist? 2020, am 2. Weihnachtsfeiertag, wurde der erste Mensch in Deutschland mit dieser Gentherapie vollgepumpt. Ja, da waren es am Start noch 50.000 Ärzte. Jetzt sind wir unter 25.000 Ärzte. Wisst ihr warum? Weil die Ärzte langsam den Schwindel mitbekommen und auch kalte Füße bekommen. Weil wer haftet denn für Nebenwirkungen, für diese schlimmen Durchbrüche, Impfdurchbrüche? Glaubt ihr, die Impfstofffirmen haften dafür? Nein, das ist ja der Wahnsinn. Ihr habt euch was geben lassen, sonst habt ihr Angst vor einer kleinen Filmtablette. Da fragt er den Arzt, na, was gibt es denn für Nebenwirkungen? Wie heißt denn der Spruch immer in der Werbung? Fragen Sie einen Arzt und Apotheker. Lesen Sie den Beipackzettel. In dieser Stadt gab es eine Impf-S-Bahn, die auf dem inneren Ring von Berlin ein Zug, eine S-Bahn-Ring, der geimpft hat. Das muss man sich mal vorstellen, keine Anamnese. Man hat die Leute noch nicht mal untersucht, richtig. Keine Krankenakte vorhanden. Zack, das Ding in den Oberarm reingejagt. Leute, macht man das? Ist das seriös? Nein, das ist nicht seriös. Wie hat man die Leute getriggert? Wie hat man sie versucht ranzuholen? Wie hat man versucht, sie zu ermutigen mit der Gentherapie? Mit Döner, mit Bratwürsten, 3 Karussellfahrten, freie
auf dem Testplatz hier oben in Reinickendorf am Kutschi? Muss man sich mal vorstellen. Das ist Wahnsinn. Und jetzt will man sich an unseren Kindern vergreifen. Aber ich warne die Volksverräter. Hände weg von unseren Kindern. Die Kinder waren nie eine Gefahr. Und das lassen wir uns als Eltern nicht länger gefallen. Wir werden uns vor unsere Kinder stellen. Denn bei uns ist bewusst, dass es Impfdurchbrüche gibt und dass es schweren Nebenwirkungen gibt. Und die kann jeder einlesen bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelagentur. Da findet ihr die Daten und Zahlen. Das Schlimme ist, dass dort nur Zahlen von 28 Ländern freigegeben werden. Wir sind bestimmt schon über 20.000 Impftote dabei. Denn die wahren Zahlen aus Deutschland kommen ja nicht. Die Ärzte trauen sich ja nicht mehr überhaupt Zahlen weiterzugehen an die Institute wie Paul-Ehrlich-Institut oder Robert-Koch-Institut. Da gehst du dann hin als Frau Meier, dann sagt der Arzt, naja, das Problem hatten Sie ja vorher schon, Frau Müller, Frau Meier, mit dem Blutdruck, das wissen Sie doch, Sie haben Diabetes. Nee, das bilden Sie sich ein. Zack, ist die Dame oder der Herr schon raus und kommt diese Zahl nie an. Also aus Deutschland kommen 18% bis 20% der Nebenwirkung. Was heißt das? Man kann die Zahl für Deutschland verfünffachen. Leute, diese Impfung kann töten. Diese Impfung kann schlimme Nebenwirkungen hervorrufen. Und wer mir erzählen will, ach, bei mir geht's ja spitze, nicht wahr, Jan? Nach 2 Monaten, nach 3 Monaten, ich fühle mich richtig super. Dann frage ich euch, was ist denn in 3, 4 Jahren? Habt ihr denn Langzeitstudien? Nein, es gibt keine Langzeitstudien. Und so wie der Ralf von uns schon ausgesprochen hat, es gab nie eine offizielle Zulassung. Es gibt keine Langzeitstudien. Alle Tierversuche sind kläglich gescheitert, liebe Berliner. Und da würde ich dann schon mal nachfragen, ob es da nicht vielleicht doch Bedenken gibt. Und wie kann es sein, Menschen, die Kritik äußern und selber über ihren Körper entscheiden wollen und sagen wollen, nein, wir wollen das nicht. Die werden diffamiert, die werden gejagt. Na, mal schauen, was in den nächsten Monaten und Wochen da passieren wird. Mal gucken, ob ich noch mein Brot kriege im Supermarkt. Ich traue denen da oben alles zu. Natürlich, wenn das Volk alles mit sich machen lässt, sind die sich ziemlich sicher. Man kann nur ein dummes und förmlichkeitsfanatisches Volk leiten und regieren. Ich will euch nicht hier beschimpfen, ich will euch Mut machen, ich will euch wecken, ich will euch wirklich die Angst nehmen. Denn die da oben machen euch Angst. Permanent, seit 19 Monaten, von morgens bis abends, im Radio, im Fernsehen. Wie hieß es denn? Maske, Maske, Maske! Testen, testen, testen! Impfen, impfen, impfen! Das ist die Agenda seit 19 Monaten. Scheiße, Mann. Leute. Ihr habt alle einen Fernseher zu Hause und ihr kriegt alle diesen ganzen Schwindel der Mainstream-Medien Tag für Tag mit. Und jetzt geht mal zurück. Der Mensch ist leider sehr vergesslich. Geht mal nur zurück ins letzte Jahr. Da hieß es von Wieler, Spahn und Co., wenn jeder Mensch in Deutschland ein Impfangebot bekommen hat, dann ist die Pandemie vorbei. Frau Merkel hat gesagt, wenn 65-70% der Menschen in diesem Land geimpft sind, ist die Pandemie vorbei. Was passiert jetzt? Jetzt sind selbst die zweimal Gepieksten auf demselben Status wie Ungeimpfte. Und nur wenn sie sich die dritte Spritze abholen, haben sie wieder ein halbes Jahr Ruhe. Leute, merkt ihr, wie sie uns verarschen? Das ist doch nicht mehr normal. Und jetzt fangen sie an mit den Kindern. Und Leute, wir haben jetzt vor kurzem die Information bekommen, dass in Nordrhein-Westfalen das erste Kind, 12 Jahre alt, an den Folgen dieser Giftspritze verstorben ist. Wie viele Kinder wollt ihr noch opfern, bevor ihr aufsteht und euch schützen für eure Kinder? Jan, bitte, bitte. Ich weiß, die Emotionen kommen hier durch. Danke, ich danke dir. Ja, komm runter wieder. Komm. Du hast ja die noch gesagt, das ist in Ordnung. Leute, das sind Emotionen, weil dieser Mensch lebt, weil er eine Seele hat. Und ihm, das nur aus dem Gehirn so raussprudelt, der Mann ist auf jeder Demonstration für Frieden und Freiheit. Der ist für die Kinder auf der Straße. Genauso wie der Rest hier der Truppe vom Autokorso Berlin. Aber jetzt wollen wir euch mal einen Blickpunkt oder mal einen Aussichtspunkt geben. Wir können das beenden, wir können das auch ändern. Und wisst ihr wie? Indem wir alle sagen, alle, ob Geimpfte oder Ungeimpfte, wir machen da nicht mehr mit. Wir sagen nein, nein zur weiteren Gentherapie, nein zur Zahnmaske und nein zu diesem Corona-Faschismus. Fuck you. Ich sage fuck you zu 3G, 2G und 1G. Fuck you. Und das dürfen wir alle nicht mehr länger hinnehmen. Und da appelliere ich auch an die Doppelgeimpften.
Aber habt ihr euch auch mal Gedanken gemacht über ungeborenes Leben? Über ungeborenes Leben, wo ich euch da erzählt habe, die Pharma-Mafia verdient nur Geld, wenn ihr alle gesund seid? Nee, die verdienen Geld, wenn ihr in Krankheiten seid. Leute, die verdienen Geld, wenn ihr in Krankheit seid. Deswegen gibt es doch auf unserem Planeten immer Kriege und Unruhen. Kriege und Unruhen auf unserem Planeten. Schaut euch an, wie traurig. Jetzt muss aber die Polizei hier eingreifen, weil so ein paar, was soll ich sagen, da Leute einfach nicht ihr Gehirn mehr und ihren Mund halten können und zuhören können. Aber jetzt mal zur Überleitung, zu meiner lieben Sille an der Seite. Sille, du kommst aus der DDR und du hast die DDR live erleben dürfen. Und du musst uns jetzt mal was erzählen über ungeborenes Leben und über Kontergan. Klär doch mal die Leute auf, was im Westteil passiert ist und was im Ostteil mit Kontergan vor sich gegangen ist, damals. Ja, die Impfung, die keine Impfung ist, sondern eine Manipulation unseres Immunsystems, wird inzwischen seit 10 Monaten verabreicht, gespritzt. Und ja, was ist nach 10 Monaten? Wir werden jetzt einer Zeit entgegengehen, dass Kinder geboren werden von geimpften Eltern. Es können Vater und Mutter geimpft sein. Und genau diese Fortpflanzungsphase ist nicht aufgetestet. Wir haben es heute Abend schon oft genug gehört, dass dieses Mittel keine Zulassung hat. Es ist nur eine Notfallzulassung. Das heißt, die Firmen sind aus der Haftung raus. Und eine Notfallzulassung ist nur eine Ausnahmezulassung für den Notfall, den es nicht gegeben hat, mit 4% auf den Intensivstationen Corona-Kranke. Was besteht uns bevor? Wir wissen es alle nicht, weil die Studien nicht vorliegen, wie dieses Mittel auf ungeborenes Leben wirkt. Und wir haben die Großelterngeneration. Ich bin in der Großelterngeneration und meine Söhne sind in der Generation, eine Familienplanung zu machen. Und wir wissen nicht, inwiefern geimpfte Eltern dieses synthetisch veränderte Erbgut weitergeben, mit welchen Folgen. Und vor 60 Jahren, Himmel nochmal, ist das jetzt schon so lange her, warum vergisst diese Generation, meine Generation, die Kontergan-Kinder, 1957 ist das erste Kontergan-Kind geboren worden. 1960 hat es gedauert, bis endlich dieser Zusammenhang herausgefunden wurde. Die Frage ist, in Ostdeutschland haben wir keine 100 Kontergan-Fälle gehabt, aber 10.000 Kontergan-Fälle in Westdeutschland. Und woran liegt es? Nein, nicht daran, weil vielleicht der eiserne Vorhang so fest war. Nein, es lag daran, weil die Arzneimittelkommission in Ostdeutschland das Thalidomid, was im Kontergan als Wirkstoff drin ist, nicht zugelassen hat, weil bekannt war, dass es keine Studien gegeben hat im Falle der Fortpflanzung. Und genau deshalb ist es auch so, dass jetzt bei den Probanden im gebärfähigen Alter diese Forschung überhaupt nicht getestet wurde. Es gibt keine Testung, wie wirken sich diese Mittel auf ungeborenes Leben aus. Inwiefern wird dieser synthetische Stoff weitergegeben in die Erbinformation? Und diese Dinge, die werden uns jetzt bevorstehen. Und ich frage mich, wo ist die Verantwortung? Wo ist die Verantwortung von den vielen jungen Leuten, die sich haben impfen lassen und sich mit einer Familienplanung tragen? Es sollte abgewartet werden. Kein Kind auf dieser Welt wird gefragt, ob es geboren wird. Und deshalb sollte es in unserer Verantwortung sein, alles dafür zu tun, dass diese Kinder gesund auf die Welt kommen. Denn mit den Missbildungen leben nicht die Eltern, auch nicht die Ärzte, sondern die Kinder leben mit den Missbildungen. Und deshalb muss sich jeder überlegen und auch jeden, mit jedem diskutieren, genau dieses Thema. Weil uns muss auch bewusst sein, dass die jungen geimpften Leute, wenn es jetzt zu diesen Missbildungen kommen sollte, wir wissen es alle nicht, weil es nicht getestet ist, diese jungen Leute entfallen alle aus der Generationsnachfolge. Das muss euch bewusst sein. Wow. Wow, ist das eine Frau, eine Powerfrau. Und genau da hört man die Mama. Sie ist zweifache Mama.
da hört man genau, was sie gerade gesagt hat. Sie sorgt sich um die Zukunft unserer Kinder, sie sorgt sich um die Zukunft unseres ungeborenen Lebens und wir alle sorgen uns um die Zukunft unseres Landes. Hat hier jemand noch eine Frage? Möchte jemand mal was loswerden hier aus dem Passanten? Bitte, komm zu mir. Komm zu mir, stell mir eine Frage. Wir gehen auch gerne Diskurs. Auch der Herr hier vorne. So, wir gehen gerne Diskurs. Alles gut, Polizist? Alles in Ordnung? So, hast du, erzähl mir mal bitte, was du auf dem Herzen hast. Ich habe eigentlich was auf dem Herzen. Ich bin ein junger Mann. Und ich muss dir sagen, diese Corona-Diktatur, also wenn man so nennen darf, ich leide darunter sehr. Ich kenne viele Leute, die darunter genauso leiden. Wir werden eingesperrt zu Hause ohne eine Rechtfertigung dafür, wie es wirklich beständig ist. Ich sehe mich hier als ein willenlosen Menschen, weil mir der Wille genommen wird. Danke dir. Danke, Abi. Pass auf. Und was er hier gerade sagt, das sind Emotionen, Mann. Was haben wir mit unseren Jugendlichen gemacht? Mit unseren Kindern? Mit unseren Teenagern? Viele von denen konnten noch nicht mal ihre Volljährigkeit feiern, wie normale Menschen. Aber da gibt es noch Arschlöcher in unserem System, die andere angeschissen haben. Ich hatte einen Nachbarn, der hat mir erzählt, ach, guck mal drüben hier, ja, 11 Personen, aber 10 Personen sind nur erlaubt. Stellt euch mal vor, ein Kindergeburtstag. Da kam die Polizei und hat dann die hat diese Geburtstag geräumt. Stellt euch das mal vor, wofür ist die Polizei da? Nicht umsonst hieß es der Schutzmann. Die sollen uns schützen und nicht uns jagen, weil wir unser Leben leben wollen. Wir sind hier in einer Diktatur mittlerweile gelandet, wie du es schon gesagt hast. Die sind dafür da, um uns zu schützen. Aber das tun sie nicht. Sondern sie verprügeln uns auf den Straßen, weil wir unsere Meinung tun. Na jetzt gerade schützen sie uns. Aber, wie du es schon angesprochen hast, 1. August, 31. August, das 2020, 2021, auf friedliche Demonstranten, auf Frauen, auf Ältere, wurde eingeprügelt. Nicht umsonst meldet sich ja auch schon der EuGH. Ja? Nicht umsonst, was hier passiert worden ist. So, jetzt haben wir noch ein paar Sachen an der Seite. Komm bitte zu mir, ein bisschen mehr in die Mitte, weil sonst die Aussprache immer ständig. Was hast du auf dem Herzen? Ich halte das Mikro bitte. Hallo Leute, ich wollte noch für Kinder etwas ergänzen. Also ich habe zwei minderjährige Kinder, die beide wurden eingeredet in der Schule und die beide sind geimpft. Das finde ich furchtbar. Ich bin Lehrer und Trainer. Die Kinder haben ein kleines Gehirn. Und da kann man die Kinder leicht beeinflussen. Und die lassen einfach von den erwachsenen Leuten manipulieren. Ja, ganz einfach. Entschuldigung, du kannst nicht weiter. Warte. Genau was er gerade sagt. Manipulieren. So wie zwei Drittel unserer Gesellschaft manipuliert worden sind. Na, es hört sich auch gut an, wenn Leute im Fernsehen sprechen und so sagen, ja, ich bin Karl Lauterbach. Wisst ihr, ihr müsst Angst haben und so. Ist alles wichtig. Wenn du mir jetzt gerade erzählst, deine Kinder sind so stark indoktriniert worden. Es tut mir von Herzen leid, aber du kannst deine Kinder ja noch nicht verbieten. Sie haben es selber entschieden. Aber genau von dem sprechen wir. Wo sind die Studenten? Wo sind die Jugendlichen? Wo sind die Kinder, die tagtäglich von den Lehrern täglich gegängelt werden? Ich kenne Schulklassen. Die Kinder müssen zweimal negativ getestet sein, um in den Klassenraum zu kommen. Müssen trotzdem die Sklavenmaske tragen. Die Lehrer laufen ohne rum. Denkt mal drüber nach. Bitte, weiter. Nochmal ganz kurz, wie kann ein 12- und 14-jähriges Kind eine Entscheidung treffen? Wie kann er das? Er kann nicht mal noch Konto eröffnen, selber. Und dann er trifft er Entscheidung, dass ja, ich lasse mich impfen. Und nochmal Leute, macht die Augen auf und Ohren auf und geht mal bitte zu vielleicht einem anderen Hausarzt. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen in Schottenburg, ich wohne hier. Und ich habe einfach so gefragt, ja, wie ist das mit den Impfungen? War wegen meinen Rückenschmerzen da. Ich dachte, nee, der ist doch nicht lang genug getestet. Da braucht man 5 bis 10 Jahre testen. Erst dann machst du das. Auf keinen Fall, sagte Magda. Tetanus, hast du? Nee, mach ich noch mal jetzt. In 10 Jahren schon vorüber. Aber das Kind, der hatte immer null Ahnung. Mir tut es leid für die Kinder. Und vor allem, das... ich habe mich schon vermehrt, ich will keine weiteren Kinder, will ich nicht mehr. Aber das Kind hat dann doch mal in die 10 oder 15 Jahre gründet eine Familie und dann wird geboren, oder in eine zweite Generation, werden geboren Kinder mit Behinderung. Mein Kind zum Beispiel behindert. Ja, und was du ja gerade angesprochen hast,
diese Masken- und Testpflicht in den Schulen, nenne ich ganz klar Folter. Folter, die dafür benutzt wird, um hier Druck auf die Eltern aufzubauen. Wie lange schauen die Eltern noch zu? Ich hab die Schnauze voll. Wehrt euch endlich gegen die Folter eurer Kinder. Steht endlich auf. Jagt diese Lehrer, diese Direktoren raus. Das sind Folterknechte der Pharma-Mafia. Es reicht. Wir haben lange Grundgesetz 20.4 erreicht. Steht endlich auf. Sagt endlich nein. Nein zur Gentherapie. Nein zur Maske. Nein zum Testen. Nein zum Pharma-Mafia. Nein zum Lockdown. Jeder für sich. Sagt endlich nein. Es reicht. Und genau das sind Emotionen. Und ich sage auch nein zu diesen Volksverrätern, die gerade neu gewählt worden sind und ausgetauscht werden von anderen Volksverrätern. Na, glaubt ihr, die werden den Scheiß beenden? Nein, das können nur wir alle beenden, indem wir sagen nein, so wie es Ralf gesagt hat. Was ist so schwer daran, nein zu sagen? Ich frage mich, Leute, ich bin die letzten Monate nicht im Kino gewesen oder woanders Spaß habe ich durchgeführt, weil ich das nicht mitmache. Ich gehe in den Supermarkt, kaufe meine Sachen, jedes Mal ohne Maske, weil ich mir das nicht gefallen lasse. Und jeden Tag werde ich diskriminiert. Jeden Tag, verdammt nochmal. Aber dafür muss man natürlich ein bisschen Kraft haben. Ich habe die Kraft, noch habe ich sie. Aber viele andere hatten die Kraft nicht, weil sie Kinder haben und weil sie arbeiten gehen müssen und tagtäglich ihr Brot verdienen müssen. Und genau aus diesem Druck haben die da oben so ein leichtes Spiel gehabt. Denn die sogenannten Facharbeiter im Bundestag, die kriegen jeden Monat pünktlich die Kohle aufs Konto. Und nicht zu wenig. Man spricht von Diäten. Wenn ich höre Diäten, dann denke ich an Abnehmen. Aber die sprechen von Diäten und wollen ihre Gehälter erhöhen. Der letzte Bundestag kam uns 970 Millionen. Der nächste Bundestag. Damals, jetzt vor kurzem noch 709 Mitarbeiter, jetzt vielleicht über an die 750 Facharbeiter im Bundestag, kosten locker über 1 Milliarde. Stellt euch mal vor, wie viel Hunger man damit stillen könnte. Und die Bundeskanzlerin freut sich, ob sie es noch erleben wird, selber im Amt. Oder ob es der nächste Bundeskanzler, der Olaf Scholz, auch ein Mann, wie konnte man den wählen? Ich sage nur Wirecard, ein Milliardenskandal. Ich sage nur Wartburg Bank, 47 Millionen veruntreut. Scheiß drauf, ist ja nicht sein Geld. So ein Mann durfte doch gar nicht Bundeskanzler werden. Leute, mal gucken, ob der Anbau fürs Bundeskanzleramt noch durchgeführt wird unter Angela Merkel. 800 Millionen Euro, ein Anbau für das größte Bundeskanzleramt auf der Welt, gemessen an der Einwohnerzahl. Ein Skandal. Ein nächster Pass an einen Bürger der Stadt. Ja. Komm, sag uns, was du oben hier mit Sorgen gesagt hast. Ja, hallo. Ich befasse mich auch schon sehr lange mit dieser Lage und ich bin ein einfacher Bürger dieser Stadt, der sich sehr viele Gedanken macht und der sehr vieles liest und möchte auch mal ein Wort an die Polizei sagen. Also, es gibt ein offizielles Rechtsgutachten von der Universität Regensburg, was eindeutig aussagt, das können Sie alles nachlesen, dass alle Maßnahmen rechtswidrig sind. Unsere Regierung hat sich selbst mächtig zum zweiten Mal in der Geschichte, das können Sie nachrecherchieren in offiziellen Seiten, das sind keine Verschwörungstheorien. Die Polizei ist dazu verpflichtet, keine Maßnahmen zu verfolgen, die rechtswidrig sind. Sie sind dazu verpflichtet, zu demonstrieren. Kein Polizist, bis auf ganz wenige, haben das bis heute getan. Das ist die Lehre vom Zweiten Weltkrieg. So, dann der nächste Punkt. Kein einziger Punkt vom Nürnberger Kodex kann gehalten werden mit dieser Impfung. Lesen Sie das nach. Rufen Sie den Nürnberger Kodex auf. Nicht ein Punkt kann dem entsprechen. Bitte denken Sie darüber nach, liebe Polizei. Für was Sie hier stehen. Für was Sie verteidigen. Ich weiß, was auf den Demos war.
wie sie gegen die Passanten vorgegangen sind. Ja, ich habe das gesehen. Nicht alle Polizisten sind gleich. Ich weiß, es gibt auch gute. Aber ich weiß, dass auch Polizisten gegen alte Menschen vorgegangen sind. Ja, das kann einfach nicht sein. Gegen die Polizei wird... Das ist aber nicht die normale Berliner Polizei. Nee, ich sag das nur ganz allgemein. Das ist kein Angriff. Ich weiß, dass es gute Menschen gibt, überall. Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die instrumentalisiert sind. Und ich kenne mich damit aus. Ich bin Therapeut und ich weiß, ihr werdet manipuliert und belogen. Von vorne bis hinten. Bitte denken Sie darüber nach. Ja. Vielen Dank für deine Worte. Ich kann nur Danke sagen. Du hast uns alle aus dem Herzen gesprochen. Und genau das ist auch, was Reitemann sagt. Jeder ist eigenständig. Jeder hat das Recht. Und auch alle Polizisten haben das Recht zu demonstrieren. Aber warum machen es viele nicht? Weil sie Angst haben und halten wollen an ihrem Gehalt. Weil sie vielleicht ein Haus abzahlen müssen. Oder weil sie ein schickes Auto haben, was abzahlen müssen. Aber das darf nicht der Grund sein, sein Leben so zu beschreiben und alles mit sich machen zu lassen. Da muss man dann einfach mal sagen, ich scheiß drauf, nein, und so schnell ist das nicht mit Entlassen. Dario, aber um auch was Positives sagen zu können, wir haben es oft genug erlebt, dass inzwischen viele Polizisten und andere, auch Beamte, den Griff zur Demonstration greifen, weil sie es mit ihren eigenen Gewissen nicht mehr vereinbaren können. Wo wir schon mal bei einem Gewissen sind, haben die Medien über Chemnitz berichtet, über den Klinikleiter, der sich, weil er es nicht mehr mittragen konnte, was in seiner Klinik gelaufen ist, vom Klinikdach gestürzt hat. Habt ihr das mitbekommen? Hat er über die Medien berichtet? Nein. Sein Abschiedsbrief wird nicht veröffentlicht. Warum nicht? Weil der Herr Bürgermeister von Chemnitz das nicht für gut befindet. Tja, da kommt man schon ganz schön ins Grübeln, wenn man sowas hört, oder? Aber ich habe hier zu meiner Linken auch nochmal einen Bürger der Stadt, der auch was sagen möchte. Bitte. Ich halte das Mikrofon, du kannst gerne mal 10 Leuten sprechen, was dir auf dem Herzen, auf der Seele brennt. Guten Abend, ich war Rastusra, nur weil ich heute bei einem Bekannten im Krankenhaus, heute wurde festgestellt, ein Herzfehler. Lange Geschichte, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss halt 10 Euro verballern für so einen Test, dass ich ihn besuchen kann. Ich bin nämlich seine Information, die Notfall. Seine Mutter ist ein MacPom. Ich bin der Einzige, der für ihn zufrieden ist, helfen kann, wer es sein sollte. Und ja, wie gesagt, 10 Euro immerhin für einen Test, zu sagen, ich bin negativ. Und ich kann davon halten, was er möchte, brüllen möchte, herkommen, im Mikrofon ist lauter. So. Warte, nicht so schnell. Alles gut, pass auf. Was du gerade beschreibst, ist nämlich die Erpressung. Man will die Menschen erpressen, okay, ihr wollt euch testen lassen, aber nicht impfen lassen. Denn wenn wir mal den Impfnachweis oder beziehungsweise das Testen jetzt zur Bezahlung machen, können sich ja die meisten von den Berlinern gar nicht leisten. Viele von uns sind sozial schwach im